Wie im Kleinen, so im Großen. Deswegen auch der kleine Sarg. First Aid Kit können wir mitnehmen. Da hat wohl jemand Hausaufgaben gemacht. In der Tat. Sein Haus in ein Museum mit alten Spiegeln verwandelt, die er im Laufe von Jahrzehnten gesammelt hat. Interessant. Die größte Spiegelausstellung in der Geschichte von Oakmont. Darunter die kunstvollsten Werke von Meister Randall. Mhm. So, so. Wisst ihr, was noch cool wäre, wenn wir in diesem Spiel selbst irgendwie zaubern könnten? Wir haben so viele okkulte Bücher. Wenn wir die so lesen würden, was uns halt aber übel einschränken würde, also irgendwie dauerhaft geistige Gesundheit verlieren, sodass die geistige Gesundheit halt halbiert wird oder so, wenn man ein Buch singt, wenn man ein Buch liest. Aber davon hat man halt irgendwie einen Zauberspruch, den man auf die Viecher wirken kann. Und das kostet dann halt auch geistige Gesundheit. Wie im Call of Cthulhu. Ach du Scheiße. Ach, hat uns der Typ jetzt hier hingebracht, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Wie im Call of Cthulhu Pen and Paper Spiel. Das wäre cool. So, keine Ahnung. Boah. So, wen haben wir hier? Ist das der Sohn der Throckmortons? Einen besseren Vater hätte er stolz gemacht. Hm, wahrscheinlich. Der Bruder von Robert. Oh. Ich dachte, da kommt jetzt wer aus dem Spiegel raus. Das Leben kann ganz schön grausam sein. Ach du Scheiße, ist hier das Kind drin? Oder wie? Mein Kopf! Verflucht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Hey! Hey, lassen Sie mich raus! Oh. Was zur Hölle? Das Leben kann ganz schön grausam sein. Was zur Hölle? Wer kann ihn nicht rauslassen? Boah, ich muss hier raus. Sonst verlieren wir ständig an geistiger Gesundheit. Aha, Retrokognition. So, solange der Spiegel heil bleibt, bist du sicher, mein Kleiner. Und ich werde inzwischen einen Weg finden, dich zu befreien. Okay. Wir haben unten noch Sachen. Haben wir oben Sachen? Ja, oben ist auch etwas. Oh je, müssen wir im ganzen Haus laufen. Rituale! Mit ihnen könnte ich Zeit gewinnen! Das ist wahrscheinlich als allererstes geschehen. Ich hole dich da raus, Hammond! Es muss einen Weg geben! Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Okay. Ah, oh, ganz nach oben. Warte, ich glaube, hier ist schneller. So, sie liest zuerst die Bücher. Diese Rituale. Mit ihnen könnte ich Zeit gewinnen. Dann fertigt sie diese Entsprechung an. Solange der Spiegel heil bleibt, bist du sicher, mein Kleiner. Und ich werde inzwischen einen Weg finden, dich zu befreien.
dich da raus, Hammond. Es muss einen Weg geben. Ach verdammt, dann ist das hier das zweite. Oh, jetzt muss ich nochmal ganz hochlaufen. Es wäre praktisch gewesen, wenn man da direkt auswählen könnte. So die Zahlen aus. Oder kann man das? Diese Rituale. Mit ihnen könnte ich Zeit gewinnen. Das geht nicht. So. Jetzt wieder ganz runter. Und jetzt wieder ins Erdgeschoss. Es muss einen Weg geben. So. Solange der Spiegel heil bleibt, bist du sicher, mein Kleiner. Und ich werde inzwischen einen Weg finden, dich zu befreien. Bethany hat eine Art Barriere erzeugt, um Zeit zu gewinnen, während sie versucht, Hammond zu befreien. Ich könnte die Barriere beseitigen, indem ich ihren Ritualspiegel zerstöre. Was ist das hier? Haus der Spiegelfabrikanten. Ja. Sollen wir jetzt den Ritualspiegel zerschlagen? Der Spiegel wird durch eine magische... Na gut, machen wir ihn kaputt. Könnte man das? Kann man nicht. Warte mal. Nee, da hinten ist nix. Das wäre zu hart gewesen. Geht kaputt. Geht nicht kaputt. Der kleine Spiegel vielleicht? Haben wir hier alle Schlüsselhinweise gefunden? Nee, haben wir nicht. Wir müssen wahrscheinlich das hier kaputt machen. War der hier oder war... Jetzt habe ich das schon vergessen. Sieh mal, wie doof ich bin. Ich bin echt doof. Wo war denn der jetzt? Hä? Hier. Ah. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn kaputt machen? Die Barriere erschuf sie mit Hilfe eines Handspiegels um eines Rituals. Ich muss den Handspiegel zerstören. Oder soll ich drauf schießen? Ah. Gut. Und nun? Kann man jetzt den Großen kaputt schlagen? Sie kriegen ihn nicht. Ah. Das lasse ich nicht zu. Sie dürfen den Spiegel nicht mitnehmen, hören Sie? Bethany, bitte beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nichts tun. Nein, ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen. Nicht schon wieder. Ich werde es zu verhindern wissen. Ich brauche den Spiegel, ich will doch nur reden. Beides. Alles gut, reden wir darüber. Ich weiß, wie wichtig Ihnen der Spiegel ist. Es geht um meinen Sohn.
Seine Seele ist in dem Spiegel gefangen. Er friert, hat Hunger und ist verängstigt. Seit Jahrzehnten. Es ist... Oh, Kauil, es ist so schwer zu begreifen. Sein Körper ist tot. Und seine Seele kann ohne Hilfe weder weiterziehen, noch in unsere Welt zurückkehren. Francis hielt das noch für ein gnädiges Schicksal. Dieser Schuft. Mhm. Und was genau haben Sie vor? Ich kann Hammonds Seele in seinen Körper zurückbringen. Ja, ich weiß, was Sie denken. Es erscheint Ihnen wieder natürlich. Aber wir werden wieder vereint sein. Alles ist bereit. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Ich muss nur den Spiegel zerbrechen, dann ist er frei. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückkehren. Und ich gehe nicht ohne meinen Sohn. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir den Spiegel mit oder lassen wir ihn sie zerbrechen? Lassen wir sie ihn zerbrechen, so rum. Ich bin dem Throckmorton zwar treu, klar. Andererseits kann der Throckmorton ja eigentlich auch nicht sehr viel dafür. Das könnte ich mir vorstellen, dass das sehr viel Schund über die Familie Throckmorton bringen würde, wenn sich herausstellen würde, dass der Sohn gar nicht tot ist. Aber. Der Sohn, Roberts Bruder, ist gerade seit Jahrzehnten irgendwo im Limbo gefangen und bekommt jetzt wieder seinen Körper. Das hört sich für mich... ich weiß nicht. Nicht so lecker an, weil es könnte ja sein, dass das, was dort zurückkommt, nicht ausschließlich Hammond ist. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich würde den Spiegel gerne mitnehmen. Das ist verrückt, Bethany. Und selbst wenn es funktionieren würde, es wäre einfach nicht richtig. Ich nehme den Spiegel mit zu Robert. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich werde das nicht zulassen. Du... Alte Verrückte. Oh. 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 Nix gesehen. Oh. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Gut, den haben wir jetzt einfach mal in unsere Hosentasche gesteckt. So. Moment. Hier. Ah, dann war das ein Stockwerk tiefer. Hier. Hier war nämlich noch was drin. Patronenhülsen. Sieh mal. Ha! Alles mitnehmen. Gut, dann hätten wir das erledigt. Gehen wir zu Throckmortons Anwesen? Das ist das hier, oder? Nee. Das ist da. Gehen wir zu Throckmorton und bringen ihn dem Spiegel zurück. Das war jetzt eine eigenartige Geschichte mit einem komischen Ende, würde ich sagen. Aber wie dem auch sei, ich bin insgesamt zufrieden, würde ich sagen. Weil... Naja... Oder bin ich zufrieden? Keine Ahnung.